weshalb wir sie her gebeten haben und her bitten mussten. Es ist auf den verschiedensten Kanälen bekannt geworden, dass sich im norddeutschen Raum derzeit etwas im Zusammenhang mit dieser Geiselnahme tut. Wir wissen, um welche Leute es sich handelt. Mein eindringlicher Appell an Sie, bis zur Freilassung der Geiseln, / Festnahme der Geiselnehmer, über diese Dinge nicht zu berichten. Es liegt jetzt an Ihnen, das Leben der Geisel nicht durch Veröffentlichungen zu gefährden. Das ist noch einmal eindringlich, wirklich ganz, ganz ernsthaft die Einschätzung der Gefahrenlage.